We'll show the crusade, right? Ich werde froh sein, wenn dieser unglückliche Kreuzzug vorbei ist. Mhm. Es war mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Seid gegrüßt, mein Herr. Sucht ihr eine Waffe oder vielleicht einen Trank? Dann lasst sehen, was ihr habt. Ihr seht so aus, als seid ihr an einigen meiner besonderen Waren interessiert. Sie sind ziemlich ungewöhnlich, schwer zu bekommen. So, zeigt mal. Leider habe ich im Moment nur ein paar kleine Artikel auf Lager. Ich verkaufe weltliche Gegenstände, die Kreuzritter verlegt haben, als Andenken für unsere eigenen Soldaten. Es gibt Gegenstände, die ich gerne bekommen möchte, was sich jedoch als schwierig herausstellt. Jeder sagt, ihr könntet das Unmögliche bewerkstelligen. Möchtet ihr schnelles Geld verdienen? Natürlich, wonach sucht ihr? Look at you getting into the spirit of things. This should be fun. Seht nur, wie ihr euch da hineindenkt. Das wird Spaß machen. Ich suche 5 Dinge. Einen Ring, eine Schlachtstandarte, ein Abzeichen des Glaubens, eine Karte und ein heiliges Symbol. Was sehen wir vor dem Ring? Ein Kreuzritterkommandant namens Drenen trägt einen Siegelring mit dem Siegel von Kela. Es ist fast unmöglich, mit ihm zu reden, aber vielleicht findet ihr einen Weg. Ich habe eine Frage zum anderen Gegenstand. Erzähl mir von der Schlachtstandarte. Berichten zufolge enthält eine der Truhen im Lager einen Stapel Kreuzritterstandarten. Ich brauche nur eine. Zu viele verringern den Wert. Ich habe eine andere Frage. Was ist das für ein Abzeichen des Glaubens? Einige neue Kreuzritter haben es sich zur Aufgabe gemacht, Mützen zu verzaubern, um ihr Vertrauen in die strahlende Dame zu beweisen. Einer von ihnen muss einen solchen Gegenstand bei sich tragen. Und was ist da Karte? Wenn es irgendeine Karte wäre, könnte ich sie mir selbst besorgen. Was ich möchte, ist eine Karte, die den Fortschritt des Kreuzzugs entlang der Westküste Schwertküste aufzeichnet und von Kela selbst mit Anmerkungen versehen wurde. Sie hängt irgendwo im Kreuzritterlager. Komme wieder, wenn ich habe, wonach ihr sucht. Bringt mir, was ihr könnt. Wenn ihr es könnt, ich werde da sein. Weiß, ob eine Healerin im Armeelager der Koalition zahlt gutes Geld für 5 Gegenstände aus dem Kreuzritterlager. Bald gehe ich zu der Grotte zurück, von der ich stamme. Zeigt mal, was ihr habt. Ich vermisse die Tunnel zu Hause. Jede Menge Zeug. Eine Schleuder plus 2. Steinchen. Ornat des Geschichtenerzählers. Das ist eine Bartenrüstung. Eine ziemlich gute sogar. Kreischender Dudelsack. Kann nur vom Barde verwendet werden. Was macht das Ding? Aufladungsfähigkeiten. Tonexplosion 2-mal täglich. Schallschaden und anderer Schaden, okay. Rettungswurf gegen Odin, Waffe halbiert. Spezial macht 3 Runden lang taub. Weiche Füße. Leise bewegen, immun gegen Schmieren, Verstricken und Netz sind nicht schlecht. Leises Flüstern, leise bewegen, im Schatten verstecken. Gürtel des geschickten Diebes. Plus 10% Klingenschaden. Stirnband der Konzentration. Das ist Mönch. Ring des Gefahrenspürens. Den kaufen wir mal. Amulett des Schutzes. Schutzumhang. Ich hätte auch gern die Rüstung. Umarmung der Nacht. Wenn der Träger der Hilflosigkeit ausgewählt ist, wird zum Beispiel durch Person festhalten, Zauber wird er für eine Runde unsichtbar. Nee, ist jetzt nicht so toll. Oh, leichte Armbrust plus 2. Was tragen wir eigentlich für eine? Wir tragen, glaube ich, die Armeesense. Die ist eigentlich besser. Toll. Aber Fallen finden für sie ist immer schon mal praktisch. Also das Ding haben wir umsonst gekauft. Thank the gods.
Hauptmann Corwin, den Göttern sei Dank. Steady on, Corporal. What's the problem? Ganz ruhig, Corporal. Wo liegt das Problem? It's Ski Silvershield. She's left the camp. Es ist Ski Silvershield. Sie hat das Lager verlassen. Wisst ihr, wohin sie gegangen ist? Nun, natürlich hat sie das gegraben. Warum sollte sie nicht? Das Lager ist der einzige sichere Ort in der Gegend. Wer würde so etwas wollen? Götter. She was last seen heading towards Dragonspear Castle. Alone. Sie wurde auf dem Weg nach Drachenspeer gesehen, allein. Überlass das mir. Ich will sie finden und zurückbefringen, bevor sie in Kelas Klauen gerät. Und die Wachen ließen sie einfach gehen. Sie marschiert direkt in die Fänge des Kreuz zu. Gut, sollen sie doch ihr endloses Geschwätz ertragen. Nehmen wir die zwei. They don't know who she is. As far as they're concerned, she's just another flaming fist. This is bad. Sie wissen nicht, wer sie. Very bad. Sie wissen nicht, wer sie ist. Für sie ist sie nur ein weiteres eine weitere flammende Faust. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hole sie zurück. Sie war auf dem Weg nach Schwachenspeer, sagt ihr. Es ist noch schlimmer. Ihr werdet mich bitten, sie zu retten, nicht wahr? Sie weiß von meiner Anwesenheit hier. Wenn diese Informationen in die Hände des Kreuzzugs fallen sollten, sehr wohl. Ich werde die witzlose Kuh zurückholen. Nehmen wir die zwei. Someone has to, or Silver Shield will have all our heads. Jemand muss es, oder Silberschild wird uns alle köpfen. Meine Schultern haben im Laufe der Jahre an meinem Kopf gewohnt. Ihr sagt, dass Gier auf Drachenspeer zusteuerte. So the guards say. Bring her back safely. Das sagen die Wachen. Bringt sie sicher zurück, Brenuir, bitte. Okay. Na, Clint. Yes, that should do it. What? Oh, I didn't see you there. Well, I did. Obviously I did. I'm talking to you. I must have. But it took me a while. Sorry. What were we talking about? Ja, das sollte reichen. Was? Oh, Brenno, ich habe mich gar nicht bemerkt. Nun, das habe ich wohl offensichtlich, habe ich das schließlich, rede ich mit euch. Ich muss euch also bemerkt haben, aber es hat ein Weilchen gedauert. Entschuldigung, worüber haben wir nochmal gesprochen? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Dann war es wohl nicht so wichtig. Falls ihr euch doch wieder an den Inhalt unseres Gesprächs erinnern solltet, dann seid so, doch so gut und sagt es mir. Ja, danke. Ich muss Ski in der Nähe von Burg Drachenspeer finden. Ja. Ich sollte den Gnomen Pritchard Gardenson aufsuchen. Mhm. And you're certain it's stable? Und ihr seid jetzt hier, dass es stabil ist? Fragt Hossi de Lancy. Hossi Tiefschürfer, ich bin sicher, dass es stabil ist. Ich bin sicher, dass das stabil ist. Bin ich mir sicher, dass das stabil ist? Fängt ja gut an. Wilhelmina. Und Feldwebel Wilch. We're few, but fierce. Wer geht dort? Wartet, ich kenne euch. Wie findet ihr das, Jungs? Er von Baldurs verfluchtem Tor ehrt uns mit seiner Präsenz. Ich bin nur einer von vielen, nicht mehr und nicht weniger als ihr oder andere Personen in diesem Lager. Und es ist eine mächtige Präsenz. Sorgt sie auf, Freunde. Ich werde nicht lange verweilen. Ich habe immer keine Zeit, um mich mit Leuten wie euch zu kümmern. Ich weiß, dass eine Frau diesen Weg gegangen ist. Groß, langes, dunkles Haar, strahlt einen Hauch von unverdienter Erhabenheit und das genaue Gegenteil von Intelligenz aus. Die sich über ihren Blasen beklagt. Über ihre Blasen beklagt? Ja, sie war hier. Ging in diese Richtung nach Drachenspeer. Hab Dank, mein Freund. Viel Glück. Was ist mit dir, Wilhelmina? You there! You look moneyed and in dire need of Wilhelmina's miracle turnip juice. Ihr da, ihr seht wohlhabend aus. Ihr braucht dringend Wilhelminas Rübenwundersaft. Rübenwundersaft? Na, das klingt gut. Be quiet! I actually need some turnip juice. It's part of the potion that will keep Adoy quiet. Seid ruhig, Brenuir. Ich brauche tatsächlich etwas Rübensaft. Der ist ein Teil des Tranges, der Adoy ruhig hält. Oh, fangt ihr jetzt nicht an, Adoy. Ich mach das. Ja, nur ein Schluck meines Produktes und euch werden Gliedmaßen nachwachsen. Ihr werdet den Segen von mindestens drei verschiedenen Gottheiten erhalten und Kontakt mit den Toten aufnehmen. Ich nehme etwas. Ich schwöre euch, es ist... Was? One turnip juice, please. Einen Rübensaft, bitte. Oh, natürlich, kommt sofort. Glitzergott segne euch, meine Dame. Ha, ihr seht... Ha, seht ihr, ich habe euch gesagt, ein Kunde, ich kann bleiben. Ein wenig Rübensaft hat noch niemand geschaltet. Lasst sie durch und
durch das Lager gehen und ihre Ware feilbieten. So ist wie ihr wünscht, mein Herr. Der Ruf des Hasardeurs hat sich geupdatet. Einen Rübensaft, vergesst nicht, das euren Freunden zu erzählen. Sie würde sicherlich gute Freund mit Jan Jansen werden, den wir im zweiten Teil treffen werden. Ich wollte aber nicht hierhin. Ich wollte hierhin. Der Ruf des Hasardeurs. Ich sollte weiter nach Zutaten für Neras Trank suchen. Ich sollte weiter nach... Ja. Beunruhigende Verwicklungen. Und dann muss ich noch gucken, ob ich Mycenas Amulett finde. Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte. Pass des Toten Mannes, unterirdischer Fluss, Blutrindenhain. Okay, Burg Drachenspeer, alles nicht erreichbar. Was hat der Helf da nochmal zu bieten? Oder hatte ich mit dem schon? Who goes there? Halt, wer geht da? Sollte das nicht eigentlich zu den Leuten außerhalb der Barrikade sagen? Sorry. A little drink yesterday evening turned into a lot of drinks early this morning. I'm not in the best shape right now. Tut mir leid, haha. Ein Drink gestern Abend wurde zu jede Menge Drinks heute Morgen. Ich bin gerade nicht besonders in Form. Ihr seid wie jemand aus, der mit mehr als einem Kater zu kämpfen hat. Ist etwas? Aye, but I don't want to waste your time with my sorrows. I know you're an important person. Ah ja, aber ich verschwende keine Zeit. Aber ich verschwende keine Zeit mit meinen Sorgen. Ich weiß, ihr seid eine wichtige Person. Ich nehme mir gerne Zeit für das normale Volk von meinem wichtigen Leben. Was sind eure Sorgen? It's... Ach, this is gonna sound so, so. Ach, hells. It's my lucky charm. A pebble from Mithril Hall. I lost it somewhere on the march here. Es ist, das hört sich so, ach, wie haben wir es auch immer. Es ist mein Glücksbringer, werter Herr, ein Kiesel aus Mithril Halle. Ich habe ihn irgendwo auf meinem Marsch hierher verloren. I've had the most terrible luck since I realized it was gone. I lost it cards. Spilled a full mug of ale in my beard. Probably die in battle now, the way things are going. Ich hatte überhaupt kein Glück, seit ich bemerkte, dass er weg ist. Ich habe beim Kartenspielen verloren, habe ein volles Bier über meinen Bart geleert, werde wahrscheinlich im Kampf sterben, wenn es so weitergeht. Ganz langsam, eure Fähigkeiten bringen euch durch einen Kampf nicht Glück. Es ist so... Wait. The other thing that went wrong is I got a hole in one of my boots. Es ist einfach so, warte, was ich noch erleiden musste, war ein Loch in meinem Stiefel. My patron god is Marthimer Duin. His symbol is a boot with a mace against it. Maybe if I get some fancy new boots... My luck will change back. Mein Schutzgott ist Marthimer Duin. Sein Zeichen ist ein Stiefel mit einem Streitkolben. Vielleicht ist das Glück wieder auf meiner Seite, wenn ich mir feine neue Stiefel hole. Das ist weit hergeholt, aber das wird schon. Darauf würde ich nicht setzen. Euer einen Versuch ist es aber wert. Das ist das Vernünftigste, was ich in den letzten 10 Tagen gehört habe. In meinem Leben ist eindeutig etwas sehr falsch gelaufen. Ihr könnt wirklich an solche Idiotie glauben. Nehmen wir die 3. I'm telling you, this'll do it. I just need some good leather, and then maybe that quartermaster Bellagarm will order some made for me. Ich sage euch, das klappt. Ich muss nur gutes Leder besorgen, dann kann dieser Quartiermeister Bellagarm sie mir machen lassen. Könnt ihr mir helfen? I heard a bear has been sighted around Dead Man's Pass, but I can't leave my post. Bring the bear's hide to Bellagarm and get me some new boots. Ich habe gehört, ein Bär wurde beim Pass des Toten Mannes gesichtet, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Bringt mir das Fell des Bären zu Bellagarm und besorgt mir neue Stiefel. Wenn ihr euch dann besser fühlt, hole ich euch die Stiefel. Also gut, aber ihr bezahlt mich auch gut für diese Stiefel. Ich weiß, ihr seid eine wichtige Person mit vielen Dingen zu tun, aber wenn ihr das managt, ihr habt einen loyalen Freund für immer. Ich weiß, ihr seid eine wichtige Person und habt viel zu tun, aber wenn ihr das tut, habt ihr einen loyalen Freund fürs Leben. Ich muss ein Bär beim Pass des toten Mannes jagen. Okay, das ist Pritchard. Das ist Generalin Steinhand und der Durchfurtfeldwebel. Flüchtlinge. You're out of your bloody mind, Pritchard.
Keep this up and you'll be out of bloody teeth too. Ihr habt euren verdammten Verstand verloren, Pilchard. Macht so weiter und verliert auch eure verdammten Zähne. Wenn wir jetzt unseren Zug machen, können wir Kehlers Leute überraschen. You don't know that, and even if you did, it's not your decision to make. Just let it go, Pritchard. Like it or not, we aren't the ones who get to make the call.